Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Horst Reiter und wir sind in Folge 301 von Simotrans. Genau. Ja, wir haben hier die Südfrüchte letztens auserkoren, die hier liegen und nicht abgeholt werden. Da müssen wir definitiv dran arbeiten. Das schauen wir uns jetzt mal an. Die kommen ja von Übersee sozusagen, dann mit dem Schiff rüber. Wir können das uns gleich mal nach dem Intro anschauen. Bis gleich. Ciao. So, das ist jetzt hier der Bahnhof und wir müssen jetzt mal schauen. Wir gehen mal zum Importeur kurz. Ne, der muss hier oben sein. Da ist er. Hier sind die Südfrüchte, die auch immer noch produziert werden, wie wir sehen. Der liefert direkt hier an den Hafen. Da ist Wasser. Das ist gerade ein Passagierschiff, was ich erwischt habe. Oder was ist das hier? Das ist die Milch. Also das war erst der Hafen. Jetzt hier, das ist das richtige Schiff. Hier sehen wir schon, der hat auch geladen, Südfrüchte, und wird direkt auf das Schiff geladen. Und der fährt halt die Milchlinie. Die Milch geht natürlich nach Döbeln, das kennen wir schon. Dann lass uns mal gerade bei Döbeln gucken, wie es da aussieht. Der fährt hierhin. Nee, nicht ganz, knapp daneben, dahin. Hier am Hafen liegen keine Südfrüchte, sondern nur die Milch. Das heißt, hier wird immer schön abgeholt. Das ist ja alles kombiniert hier mit dem Bahnanschluss. So, der fährt dann nach da hinten, wo sie schon liegen. Das kennen wir dann im Rest. So, mal hier hoch gerade und dann hier rüber. Kommt dann hier an. Und hiervon müssen das diese LKWs rüberschleppen, was nicht klappt. So, das würde ich sagen, müssen wir jetzt ein paar LKWs hier noch draufschmeißen, weil das sind nur 108 Kapazität. Das müssen wir jetzt mal erhöhen. Da gehen wir hier hin, suchen den LKW aus, holen uns den LKW mit Südfrüchten rein. Da ist er. Gucken gerade rein. Das sind 10, das sind 13, das sind 15. Der hatte, glaube ich, 26, der Auflieger, ne? Ja, egal welcher. Hier haben wir 14. Da haben wir 12 und 9. Jetzt ist die Frage, welcher Gelenkzug hat dann die höchste Kapazität? Diesen meine ich noch nicht gesehen zu haben, aber dieser macht natürlich den 9er und hat dann 15 und 9 sind 24. Das heißt, der ist es schon mal nicht. Und ach, das war falsch. Das können wir gleich verkaufen. Hier hatten wir jetzt einen mit 13. Und hier mit 10. 13 und 12 sind 25. Wenn der, wer kriegt diesen hier? Das ist die Frage. Wahrscheinlich der, ne? Also verkaufen müssen wir hier noch umstellen auf Anhängen. Ah, der kann auch nur den. Also bringt das nichts. Ah, ne, hier auf Verkaufen wieder gehen. So, jetzt ist er weg. Jetzt nehmen wir noch den letzten. Wer kann den denn anhängen? Das ist ja krass, oder? Gibt es gar kein Zugfahrzeug für, oder? Mach den mal gerade weg. Nimm den mal. Und machen wir hier auf Voranstellen. Gibt es keinen. Toller Anhänger ohne Zugfahrzeug. Ziemlich doof, oder? Gut, macht nichts. Wir verkaufen erstmal gerade das hier und nehmen diesen Anhänger ist richtig, ja. Und nehmen dann diesen Sattelschlepper. Wo ist der Unterschied? Einem Cent, also der. Ja. Fahrtroute war Getreidehof, Markt. Ist das? Das haben wir. Und hauen da nochmal 5 Stück raus. Oder waren es 6? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fahren die jetzt hier lang. Was ich mir hier jetzt gedacht habe, machen wir da auf jeden Fall noch diesen Bahnhof größer, damit da mehr rein können.
Ja, dafür müssen wir gerade, sag schon, bauen. Und zwar müssen wir als erstes hier zwischen den Häusern eine Bushaltestelle machen, um die zu verlängern. Dann brauchen wir Straße. Ich mache hier einen Halt hin, da einen Halt hin. Da einen Halt hin, da einen Halt hin und da einen Halt hin. Dann müssen wir die Buchten setzen. 1, 2, 3, 4, 5. Das passt und wir brauchen noch das Schild. Ich hoffe, das geht hier hin. Tut's. So passt es. So, jetzt können die LKWs auch noch hier vorne ausladen, die wir ja jetzt neu gebaut haben. Sollte funktionieren eigentlich, aber 5 haben wir, ich glaube, wir haben 5, 6. Wir könnten sogar noch ein paar draufbauen, oder? Ich glaube, wir machen da noch welche drauf. Gut. Da kommen nämlich jetzt schon die Südfrüchte und Eier wahrscheinlich auch. Ja, hier voll Südfrüchte passt also. Da müssen wir mal gucken. Okay. So, jetzt gucken wir mal, ob die LKWs da die neuen Buchten auch annehmen. Sollten sie eigentlich, oder ich habe Schild falsch rumstehen, aber ich glaube, es steht richtig rum. Und der fährt noch rum. Der fährt schon da rein. Alles passt also. Sehr gut. Okay, dann haben wir die Baustelle auch gerettet. Ja, sieht erstmal gut aus. Dann lassen wir die Südfrüchte mal Südfrüchte sein. Jetzt gucken wir hier nochmal auf dem Bahnhof, waren ja noch die Eier, aber die laufen ja auf den gleichen Weg hinaus. Jetzt ist nur die Frage zum Marktplatz. Das ist ja nach da oben, ne? Wer bringt die denn zum Marktplatz dann da hoch? Wer nimmt die denn mit hier? Das ist ein Milchwagen, das ist Post. Der biegt links ab, denke ich mal. Wer nimmt von hier was mit? Oder ist das ein Zug, der das mitnimmt? Das kann natürlich auch. Na klar, dann nimmt ein Zug das mit, da brauchen wir nicht drüber nachdenken, ne? Das sind ja keine LKWs, oder? Wo ist denn jetzt der Zug? Der steht hier. Ja, da kann er die Paletten auch mitnehmen. Jetzt würde mich nur interessieren. Ich hoffe, da fährt mal einer weiter. Okay, der fährt da rein. Fahren wir ein bisschen schneller. Ich will gerade sehen, was du lädst. Und der hat gar nichts mit an Paletten. Und hier liegen noch die ganz vielen Eier. Die bringt also irgendwer anders darüber dann. Ist ja doof, oder? Eier über Marktplatz. Über Radolfzell Markt. Es muss also eine Linie. Ah, knapp daneben. Es muss eine Linie geben, die dann hier vom Markt da hochfährt. Hier der da zum Beispiel oder der. Der fährt aber zum Getreidehof. Das ist also einer von den Vieren, die wir schon haben. Fahren auch munter hier wieder zurück, das ist auch gut so. Dann blockieren die hier oben nämlich nicht. Ah, den wollte ich jetzt nicht. Ich wollte den jetzt haben. Der war es jetzt nicht, den ich haben wollte. Ich wollte den da haben. Genau, der hat das Bier geladen. Okay. Jetzt lass mal gerade gucken, wo das Bier hinkommt. Der fährt durch. Und nimmt Südfrüchte und Eier mit. Der ist auf der anderen Strecke unterwegs. Zur Brauerei geht das natürlich. Ups, das machen wir wieder aus. Dann müssen wir hier bei der Brauerei nochmal reingucken. Da muss hier nämlich auch noch ganz viel liegen vielleicht. Ja, Eier und Südfrüchte. 11.000, ne? Das ist natürlich doof. Wäre schön, wenn die da unten lang gefahren wären mit dem Dingens, ne? Also der hat jetzt hier Eier dran, ne? Ja. Diese Überlandlinie hier, die müssen wir abschaffen, das bringt ja nichts. Dieses hier, der LKW Bier Adenau. Das muss hier über den Bahnhof gehen.
Das muss alles mit dem Zug gelaufen kommen oder gefahren kommen. Wo ist er jetzt hier? Der ist es. Der hat nämlich gar keine Paletten dabei. Dann würde sich das auch rechnen, ne? Ganz klar umstellen. Das bedeutet, wir müssen jetzt. Dieses Bier darüber fahren zum zum Bahnhof nach da oben. Also hierhin. Das bedeutet, den machen wir mal auf nicht laden. Brauerei Markt. Ist das der richtige Markt? Weiß ich nämlich jetzt auch nicht. Ne, der LKW ist es gar nicht. Den lassen wir schön stehen. Bierbrauerei. Die sind das. Ja. So, die bringen jetzt das Zeug nach da drüben. Und diese hier, die sind blau. Bedeutet das, die sind schon über, ne? Das machen wir mal zum Depot schicken. Den kannst du auch hier gleich ausmustern. Ausmustern. Die haben alle eine Palette weniger drauf. Können also auch ausgemustert werden. Und Fahrzeugdetails ausmustern. So, das passt erstmal. Warum geht es denn hier nicht voran? Weil da irgendwelche wieder stehen und warten, ne? So, jetzt brauchen wir einen von denen. Den lassen wir offen. Und wir basteln jetzt gerade eine neue Linie. Neue Linie von. Tja, hier irgendwo. Der fährt nach da. Genau. Das ist dann fertig. Das ist LKW Brauerei. Mit 2R geschrieben, ne, oder? Nee. Minus Mühle. Passt. Schließen. Der steht da noch leer. Das war falsch. Fahrplan. Brauerei Mühle. Läuft. Dahinter steht gleich noch einer. Fahrplan. LKW. Brauerei. Mühle. So, die beiden sind die ersten, die das machen. Weil jetzt müssen wir noch einen LKW, eine Linie haben, die da oben, ja, von dem Bahnhof zum Marktplatz fährt, ne? Oder gibt es hier schon welche? Weiß ich nicht. Ist das für einer? Flügel Adenauer. Getreide können nicht. Ich glaube, es gibt keine LKWs in dieser Form. Das bedeutet neue Linie. Neu. Von hier nach da. Fertig. LKW, Bäckerei, Marktplatz. Warte, da machen wir noch Minus hin. Passt.
So, und der hier. Fährt LKW Brauerei Mühle, also der nicht. Der hier fährt jetzt eine neue Linie an und das ist nämlich die gerade neu kreierte Bäckerei Marktplatz. Zock. Der fährt schon los, passt. So, er hier macht jetzt die andere Linie. Steht jetzt, kriegt aber nichts. Fährt erstmal durch die Gegend, ohne Ladung mitzunehmen. Das liegt daran, dass diese Sachen, die da liegen, für die andere Linie schon deklariert sind, ne? Das heißt, der Bäckerei Marktplatz, der fährt auch weg. So, jetzt haben wir hier nur einen. Wer ist das? Brauerei Markt. Okay, der fährt in eine andere Richtung. Fährt dann unten lang, ist klar. So, jetzt wird es interessant. Ah, hier, Bäckerei. 10 Paletten Backwaren. Bringt er jetzt zum Bahnhof? Ne, zum Markt wahrscheinlich, ne? Ja. Wo ist der jetzt? Der ist schon da oben. Okay, der hat auf jeden Fall da was zu tun schon. Ja. Der steht hier irgendwo im Stau oder was? Ja, da haben wir wieder so ein tolles Ziel geschafft. So ein Shit aber auch. Wenn wir mal auch verfolgen hier den. Das bedeutet, wir haben wieder so eine tolle Sackgasse geschaffen. Hier geht's nicht weiter. Fahr mal weg hier. Dann rückt einer eins auf und vielleicht reicht das dann, dass die anderen weiterfahren. Ja, fährt der Bus an dem vorbei? Wenn ja, dann klappt es vielleicht. Wenn nein, dann klappt es auch nicht. Er fährt vorbei, gut. Aber da steht schon der nächste. Das ist hier zu klein. Wir holen hier das Getreide ab. Ist auch nicht so ideal, ne? Ist hier überhaupt Getreide angeliefert? Eigentlich gar nicht, oder? Gibt's hier denn? Hier fährt nur ein Fernzug und nirgends. Die holen hier überhaupt nichts ab. Die stehen hier voll falsch. Das ist abgebaut, ne? Jetzt ist die Frage, wo kommen die weg? Ja, wo kommt das jetzt weg? Getreidebrauerei. Die Brauerei, ja, dann kriegt die Brauerei gar kein Getreide mehr, kann das sein, aber da ist noch reichlich da. Der Hopfen ist auch noch da. Warte, dann müsste ja hier eine Verbindung zum Getreide bestehen. Tut's ja auf jeden Fall, wo wir da oben zur Mühle fahren. Ich glaube, diese Linie hat sich erübrigt. Mustern wir mal alle aus, soweit es geht. Einen lassen wir mal drauf. Und dann schauen wir mal, was mit dem einen noch passiert, wenn, ne? Warum ist der gelb? Kommt da noch irgendwo was? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erst hier einen Cut. In der nächsten Folge gucken wir nochmal auf das Getreide hier, was da Sache ist. Und wir gucken dann natürlich auch, ob unser Südfrüchte hier von denen jetzt wegtransportiert werden, dann auf Dauer. Weil das muss ja auch noch passieren, ne? Wir werden es sehen.
Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.